hack rein da. Na los. Aber das bei der Zeit ist doch nicht zu verteidigen. Ja, du hast recht. Nee, das stimmt. Das ist total gut. Wegen Dame H4. Mach oh, jetzt nimm den Bauern weg auf D4. Jetzt nimm den scheiß Bauern weg. Oh, Speer steht hier drauf. Will ich. Ey, warum nimmst du denn den Bauern nicht weg die ganze Zeit? Ja, Turm weg. Es ist nun mal so, dass diese Partien vorgezogen werden, weil die Spieler dann später nicht mehr können. Bei euch war das ja nicht der Fall, soweit ich weiß, dass es da Einschränkungen gab. Deshalb werden jetzt erst diese anderen gespielt. Es ist ja nicht unsere Schuld, dass die Spieler dann ein bisschen brauchen, sich zu paaren. Ne? Das können wir im Vorfeld nicht wissen. Okay, jetzt sind wir aber da. Was haben wir hier für eine Startstellung? Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Oh, E4, der Bauer wird direkt angegriffen. Finde ich ja, schon ein bisschen komisch. Ja, der 4 Schätteläufer. Also E4 hätte ich hier nicht gezogen im ersten Zug, glaube ich. Aber guck mal, der Königsflügel steht ziemlich normal da, muss man sagen. Das stimmt. Ja, aber guck mal, was er macht. D3, jetzt kommt der Springer von E1, nimmt dem anderen Springer das Feld weg und Weiß kann sich nicht so leicht entwickeln am Königsflügel, finde ich. Ja. Puh, keine Ahnung, du. Also ich finde das immer so schwer. Ja. Ich würde vielleicht trotzdem E5 hier auch spielen oder C5, keine Ahnung. Ich bedanke mich bei Chris 1990 G. Danke für Zeit. D5. Okay. Kann man auch machen. Ja, interessant. Öffnet auch die Dame ein bisschen. Die schaut so, schon so nach G4, aber gut, das macht jetzt noch nicht so viel. E5. Okay. Wow. Puh. Ambitioniert, aber... Gefällt mir nicht. Boah, F6, weiß ich nicht. Ja, vielleicht, aber... Ja, es wird hier schon sehr schnell ungewöhnlich. Komischer Schach, also bisher. Ich hätte nicht einen Zug so gemacht wie das bisher. Ja, jetzt mal Figuren rausbringen, oder? Spring F3, den Bauern decken. Okay, oder den Springer, einen der beiden, ja. Berufsbremse Klöten, danke dir. Der ist bei mir auch immer dabei. Leonard sagt, hallo, ich liebe diese Subbattles so sehr. Kleine Frage, ist das Rating in der Mitte der Tabelle Elo oder Leeches Rating? Das Leeches Rating, mein Lieber. Danke dir. Elo. Er meinte in der Tabelle, das ist allgemein. Ne? Ja gut, Leeches natürlich, klar. Ja. Sorry. Nee, Greed Rache, diese Subbattles gibt es logischerweise, ja, wie der Name schon sagt, nur für Subs. Ja. Ist jetzt auch nicht so mal eben so gemacht, ne? Das ist ganz schön viel Aufwand immer und Organisation. Ja. Insofern. Wobei das machen wir schon so geschätzten Subs und Mitglieder, ne? Bei dir ist es Mitglieder auf YouTube, bei mir ist es genau. Subs auf Twitch. So ist es. Okay, hier die Partie ist ein bisschen langsam bisher. G6. Ja, Läufer H6 droht übrigens ganz stark. Könnte unangenehm sein, ne? Mhm. Aber Läufer 6 ist. Tatsächlich, Läufer ist, 6. Ist kaputt. Mieser Zug von Tisch. Das ist schon gewonnen, für Schwarz. Warum springt er 4? G5 oder wie? Also, so eindeutig würde ich das jetzt so nicht abhaken. G5, ja. Springt er 4, G5. G4. G4. Springer D2, schlagen auf E5. Ja. Bau weniger, minus 2. Ja. Kein Zentrum mehr. Ja, aber was ich schon gesagt habe, kleiner Tipp, denkt an, wenn die Läufer so in der Ecke stehen, das haben auch die Top-Leute gemacht, immer bei der Chess960-WM oder generell bei Chess960-Events habe ich gesehen, die machen sofort die Diagonalen auf für die Läufer. Hm. Deswegen war B6 von Schwarz richtig. E4 fand ich schon einen Fehler, als erster Zug vorbei ist. Okay, okay. Weil Schwarz ihn ja sofort angreift, mit Tempo auch noch. Was ist, wenn Weiß jetzt auf F6 schlägt? Ändert das irgendwas? Nee. Doch. Doch. Ah, und dann Springer E5. Oh. Doch, das ändert was. Er muss auf F6 schlagen, stimmt. Und dann Springer E5 rein in die gute Stube. Martin, danke für die 10 Euro. Habe ich zwischendurch nicht gesehen. Doch, jetzt habe ich es gesehen. Danke. Und 79, Minimax 79, danke. Für die Sub. Mal gucken, ob Jüppchen das sieht, ne? Weil den Springer von F4 wegziehen, dann kommt G4. Das ist schon under pressure hier. Aber guck mal, wie viel Zeit er verloren hat, ne? Ja, zu viel. Ja.
Jetzt gehe ich Eigentlich war hier. es Ausschlussverfahren. Es ist erstaunlich, dass er das zulässt, wenn ich ehrlich bin. Na gut, er kriegt den G4, ist ein Argument. Ja, auch nach F4-5 kann man auch erstmal B4 oder sowas machen. Ich meine, die schwarzen Figuren stehen auch noch ein bisschen da wie Kuh vorm Gartenzaun, ne? Also, ja, ist noch bei weitem nicht klar, würde ich mal sagen. Kann schon sein, dass Schwarz besser steht, aber der ja, Chess 960 ist einfach verrückt. Ja. Gut, Schwarz denkt nach. F5 könnte man auch machen. Maybe. Um den Bauern zu decken. Sieht auch strategisch nicht schlecht aus. Okay, er schlägt. Ja. Ich Läuft hätte auch G4, so. geschlagen. Springer Schönes Zentrum. 6. Figuren raus. Springer F6 mit Tempo auch. Ja, für einen Moment dachte ich ja, hier steht doch die Dame auf D1. Man hat das so drin. Aber da steht der König, keine Dame. Naja, wenigstens kann Weiß jetzt rochieren, ne? Ja, Weiß kann kurz rochieren. Das geht im Chess 960, Fischerschach. Also ist das wirklich, hat Bobby Fischer sich das ausgedacht oder Ein warum bisschen, heißt das ja. so? Ja. Ja? Fischer Random Chess auch, ja. Ist ja ungewöhnlich, dass vor ihm da niemand drauf gekommen ist, ne? So abwegig ist es ja nun mal nicht, eigentlich. Okay, Lauf A3 gefällt mir. E4. E4 finde ich komisch, aber ne, er darf nicht nehmen wegen Springer E4, dann ist Naja, Feierabend. ambitioniert, aber jetzt kommt kurz Rochade. Und der König auf D8, der sollte jetzt auch mal kurz rochieren wahrscheinlich. Oder lang, wenn man die Dame weggezogen hat. Könnte man auch hier die Ja. offene G-Linie öffnen, nutzen. Ja, ich glaube, damit die 7 lange Rochade sieht besser aus. Ne? Okay, die B3 endlich. B4 hätte ich natürlich gemacht. Egal. Der Springer ist angegriffen auf F6. Ja, der Läufer. Er will lang rochieren, aber Turm F8 sieht natürlich etwas unnatürlich aus, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt muss Schwarz ein bisschen aufpassen. Es droht eventuell das Schlagen auf E4. Ja, absolut. Gut, mit Ja, lange stimmt. Rochade könnte man damit umgehen. Hier eine Frage aus dem Chat von Langweilig. Dennis. Spielt er selber auch 960? Selten. Sehr selten. Ja, Ja. Muss sehr schon ein selten. bestimmtes Event sein, eigentlich. Aber Ja. mir macht es immer Spaß, wenn dann mal doch. Ja, Leeches hat ja so eine Titled Arena ab und zu, ne? Auch Chess Okay. 960 ist alle paar Monate dabei. D4 Ah. gefällt mir. Ja, Springer C4. Ja, Schwarz da ist ein steht bisschen Springer ungeduldig, C4. ne? Schwarz ist ein bisschen ungeduldig. So Longo, danke für's Sub. Ja, Springer C4 ist stark. Und droht Springer E3 einfach, ne? Und Ja. Springe E5 auch in der Luft und der König immer noch auf D8. Klar, ein Zug, man hat lang rochiert und dann sieht es besser aus, aber man hat die Zeit nicht. ja, zum Glück hat Weiß Zeit ein bisschen aufgeholt jetzt, beziehungsweise Schwarz hat auch Total. War der 2 Minuten Unterschied oder so? jetzt gleich. Und die Stellung, die bricht hier auseinander, habe ich das Gefühl. Warum das denn? Kann er von den Läufer wegziehen? Ja, aber dann Springer E5, also irgendwie, weiß ich nicht. Ja, gut, der muss Läufer G5 oder Läufer A6 oder sowas machen. Ja, Dame E2 nervt dann, ne? Ja, irgendwas müsste Ui, kommen. ui, Dame E2 ist saftig. Dame E2, aber Läufer D5 geht natürlich. Nee, Naja, aber Läufer dann D. hängt er aber auf D4 eventuell. Gut, dann Läufer schlägt G2 oder Läufer schlägt C4. Ah. Nee, das geht nicht. Er kann auf D4 nehmen. Läufer G2, Dame G2, G5 hängt. Dame E2, ja. Einfach weiter Figuren ranbringen. Macht er Ja, auch. ist in der droht Läufer E6, ne? Dame E6, da oben. Der E6 hängt, darum geht's. Oh, Läufer D4 geht, glaube ich, einfach. Läufer C4. DC4 Läufer und dann ist die F6. D. Ja, Naja, oder okay. DC4. Springer E5 sieht auch gut aus. Ja. Schach Jüchen spielt jetzt Schwarz. schnell, ne? Ja, und Schwarz schafft die Rochade nicht einfach bisher. Ja, er hätte sie ja schon längst machen können, ne? Er war halt ein bisschen ungeduldig von ihm gespielt.
So, die Frage ist, wo geht die Dame hin? D6, ne? Oder? Ja. Wohin sonst? Der Läufer auf H3, der steht echt gut, ne? Der Ja, verteidigt G2, greift den Bauern an. Er kommt, ist gut. So, die Frage ist, Dann. sieht er das jetzt mit Läufer D4? Ja, sieht er. Ich meine, man hat jetzt auch Springer C6 als Idee. Also, Laufstück D4 geht hundertprozentig und Schwarz muss dann einfach sagen: Okay, ich habe einen Bauern weniger, aber endlich kann ich mich konsolidieren, dann geht es irgendwie weiter. Frage ist, ob er das rechnen kann. Siehst du? Ja, es läuft ja nicht weg. C5, es ist Ja, weggelaufen. aber C5 jetzt auch noch zu spielen, es überspannt den Bogen irgendwie. Ja, Schwächt auch noch guck, den König. ich kann doch nicht konkret einfach den Bauern verschenken. Tja, manchmal muss man eben. Meinst du? Na gut. C5, Läufer E3, okay, aber jetzt wieder Springer Interessant. C4. Ah, ich habe das Gefühl, es fliegt ihm noch um die Ohren her. Ja, C3 gefällt mir auch sehr hier. Moment, der Springer hängt. Ah, nach CD4? Na egal. Ist zu kompliziert. Lassen wir es. Ja, wär wohl gegangen, aber. Ja. Jetzt C5, jetzt nimmt er sich die Zeit. Okay, Ja, so langsam jetzt. ist er back im Game. Springer F3 hat mir nicht gefallen, da fehlte der Punch. Jetzt nimmt er hoffentlich mal auf D4 weg. Mit dem Ja. Springer. Ah, jetzt ist er jetzt. C3 war gut. C3. Mann, nimm doch Was? den. Nein, er kann das nicht rechnen. Das ist das Problem. Das ist ein Rechenproblem. Ja, du meinst, Hundertprozentig. dass er solche Angst hat vor Laufschritt G2 oder Ja, wie? Das ist natürlich. doch kein Problem. Gut, jetzt sollte der Bauer aber verteidigt werden. Läufer B7. Egal. Er will Läufer C1 spielen. Ja, Ne? Läufer Er will C1, Läufer klar. C1 spielen. Er nimmt nicht den D4 weg, der die ganze Zeit hängt. Jetzt umso mehr natürlich, Ja, ne? weil Läufer G2, Dame G2, Schach! Jetzt kannst du mit beiden schon schlagen, denn Ja, ja, Laufstück ja, F3 ist ja. auch mit Schach. Was macht er denn da? Mann, G3? Scheiße, was ist das denn für ein Zug? Nein, er will den Läufer ranbringen. So abwegig ist das nicht. Springer H5 jetzt wird's heiß. Oh, jetzt wird geopfert auf G3 oder was? Wird Wie jetzt kann man geopfert hier auf G3 G3 oder spielen? was? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wird jetzt geopfert auf G3 oder was? Uiuiui. Ja, jetzt Jetzt mach Läufer G2, ey. hack rein da. Na los. Aber das Bei bringt der doch nichts, Zeit so ist doch nicht zu Quatsch. verteidigen, Ja, du hast was? recht. Das, nee, das stimmt. Das ist total gut wegen Dame H4. Macht er nicht. Oh, Jetzt nimm let's den Bauern weg auf go. D4. Jetzt nimm den Let's scheiß Bauern weg. go. Oh, Springer steht G3. Das will ich Ey, nicht warum mehr nimmt er denn schon. den Bauern nicht weg die ganze Zeit? Oh, nicht nach C8. Jetzt kann die Dame nach 8 kommen. Das wäre sofort. Uiuiui. Ja, jetzt ist es random. Na, jetzt wird es random. Oh Gott, oh Gott. Dame Ist egal, ist C2. egal. Nichts sagen, einfach Wer hat den gucken. schwächeren König hier? Jetzt geht er nochmal auf den D4, aber jetzt ist er gedeckt. Jetzt Das ist er Problem endlich ist, mal gedeckt. der Läufer auf E3 ist halt ultra stark, ne? Ja, klar, der ist gut. Der müsste ihn Springer eigentlich schon D5 längst gefällt getauscht mir. haben. Ja, hatte er eigentlich vor, aber er ist nicht konsequent dabei geblieben. Oh, Dame C6 und abtauschen! Oh. Hätte er zuerst auf F8 geschlagen, wäre es einfach Game Over gewesen. Uiuiuiuiuiuiui. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, jetzt Läufer ist einfach nur noch D6. random, ne? Ah, jetzt Jetzt gewinnt er nimm den bitte mal Bauern. was weg. Läufer E5, nimm doch mal weg den Bauern da. Nein. Ey, was macht der? Wieso schlägt er denn keine Bauern? Immer wenn er die Chance hat, schlägt er den Bauern nicht. Jetzt, Stattdessen so ein jetzt, sinnloses Schach. jetzt hat er mal eingenommen. Ja, aber das Endspiel ist Okay. total schlecht für Schwarz hier, für Weiß jetzt. Ist mir aber total unklar, um ehrlich zu sein. Der Was? König Der ist auch Bauer, ein der läuft bisschen doch gefährlich. durch. Ja, der König? Der Ich weiß König, ja nicht. einfach Jetzt Turm völlig Springer sinnlos. F6 und Turm C7 schon. Da geht's schon los. König D5 würde ich vielleicht mal machen jetzt hier. Springer E4, Gottes okay. Willen, ey. König H3. Oh! Oh! Saftig! Haha! Saftig! Yes, Sir! Die Gabel! Die Gabel! Okay. Mein Gott, das war aber jetzt aufregend. Das war aber aufregend jetzt. Den Läufer auch noch stehen gelassen. Ja. Ja, jetzt nimmt er den Bauern auf H7. Ei, ei, ei.
Also Weiß stand hier wirklich über weite Strecken sehr, sehr gut. Da können wir froh sein, dass wir den Punkt hier mitgenommen haben. Der war eigentlich, ja. Springerstich G3 ist tatsächlich noch ausgeglichen. Aber Springer H2, dein einziger Zug, also hätten wir auf jeden Fall probieren können. Okay. Ja, ein Auf und Ab, oder? Ein Auf und Ja, Ab. ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.